Trotz Corona wollte sich der Geschäftsführer des Kolping-Berufsbildungswerkes Hettstedt, Dr. Feusner, am 17. November nicht nehmen lassen, zum fünften Mal den Inklusionspreis seines Hauses zu verleihen. Diesmal sollten die Fahrschulen Pfeffer und Schütze für ihre langjährige Zusammenarbeit geehrt werden. Doch hören wir selbst. Also, ich freue mich, dass wir jetzt alle hier zusammen sind. Ich darf ganz besonders unsere Fahrschule, die Fahrschule Pfeffer und die Fahrschule Schütze, herzlich bei uns begrüßen. Und der Anlass heute, dass wir heute bei dem Wetter und trotz Corona hier zusammengekommen sind, ich denke, das ist ein Anlass. Den Inklusionspreis wollen wir vom Kolping Berufsbildungswerk vergeben. Diesen Preis vergeben wir schon seit 2016 für ein Unternehmen, was sich besonders hervortut im Bereich Inklusion. Und jeder, denke ich, da muss ich nicht ganz viel dazu sagen. Das Kolpingwerk steht für Inklusion. Es ist jetzt vielleicht auch nicht ganz einfach. Wir haben unser Aktionsprogramm, den Plan. Wir haben das Aktionsbündnis gemeinsam mit dem Landkreis, wo wir eine ganze Menge tun. Corona hat uns jetzt ein klein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber es geht darum natürlich, unseren Jugendlichen oder unsere Jugendlichen zu integrieren in die Gesellschaft. Und das machen wir durch Ausbildung und durch Arbeit. Es gibt dieser Inklusionspreis, den wir heute vergeben. Es ist ein Kunstwerk, geschaffen vom Künstler Felix Müller hier aus der Region. Den wollen wir gleich auch vergeben. Hergestellt, Herr Rosenkranz ist ja dabei, als Ausbildungsleiter bei uns in der Ausbildung. Ich denke, es ist ein sehr schöner Preis und soll auch das Bemühen der beiden Fahrschulen unterstreichen, dass unsere Jugendlichen den Führerschein machen. Und ich denke, wo wir das Führerscheinprojekt ins Leben gerufen haben, das war 2004, Frau Keller gut weiß, Sie waren ja dabei. Da war ganz, ganz wichtig und ist auch heute noch wichtig, dass unsere Jugendlichen mobil sind. Seit 2004 haben 128 Teilnehmer den Führerschein bestanden. Dafür herzlichen Dank. 31 sind in laufenden Kursen. Und der Kurs, der jetzt im November begonnen hat, soweit ich weiß, sind 14, die jetzt mitmachen. Also ich denke, das ist ein ganz tolles und gelungenes Beispiel für Inklusion. Ihnen herzlichen Dank. Jetzt den beiden Fahrschulen, Fahrschule Pfeffer und Schütze. Und ganz besonders, Frau Keller-Schmidt, kommen Sie mal nach vorne. Ich weiß nun erstmal, der Rosenkranz hatte den, oder wer hat den Strauß? Den würden wir Frau Keller-Schmidt auch dafür herzlich überreichen, weil Sie hatten bei uns im Haus das Projekt seit 2004. Ist richtig, ja? Fünf. Ich fünf, Sie ja. Fünf, genau. Vier war da, haben wir den selbst angefangen. Herzlichen Dank. Also herzlichen Glückwunsch. Wir müssen Sie jetzt mit Abstand machen. Ja, das ist jetzt schwierig. Herr Schütze, wir machen es mal so, ich überreiche es mal so. Ich bedanke mich Bitte recht schön. herzlich. Und damit es nicht ganz so trocken ist. Vielen Dank, Herr Freut. Häusner. Hier. So, machen wir so auch rum. Halt weit genug. Dürfen wir Ihnen auch herzlichen Dank, Bedanke mich. Dass das einen schönen Platz findet. Und selbstverständlich stellten sich alle Beteiligten zu einem Gruppenfoto auf.